Auch ich gratuliere am EVZ ganz herzlich zu 50 Jahren. Ich glaube, unglaubliche Geschichten, die der EVZ erleben durfte. Vor allem in diesem Jahr mit dem Finaleinzug. Ich denke, es war wunderschön. Und natürlich auch mit dem EVZ-Legendenspiel, das ganze Wochenende zahlreiche Leute gekommen sind in die Bossert Arena. Ich denke, ein riesen Dankeschön auch. Wunderschöne Zeit war. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir mit dem EVZ die nächsten 50 Jahre in Angriff nehmen. Und danke an alle Leute. Messen.